Der Teufel geht um. In Istanbul. Nicht versteckt oder heimlich. Nein, er sucht förmlich das Rampenlicht. Stellt sich dreist und unverfroren mitten auf die Bühne. Es blitzt und donnert, raucht und zischt. Stinkt nach Pech und Schwefel. Wir sitzen im schummrigen Dunkel eines Etablissements in Cihangir, einem Bohemviertel. Einem jener Milieus, in denen die islamisch geprägte Regierungspartei AKP ohnehin alle sündhaften Mächte vermutet. Als die Rauchschwaden sich verziehen, steht er plötzlich da, der böse Feind, der Teufel! Sahne Cihangir. Das hat nichts mit Milchprodukten zu tun. Sahne als türkisches Wort bedeutet schlicht und einfach Bühne. Bühne Cihangir. Ein kleines Theater im Zentrum von Istanbul. Dieser fordert vom Himmel die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Und alle Nähe, alle Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust. Es ist eine alte Geschichte. Eine Geschichte von übermäßigem Lebenshunger. Von sexueller Gier, der Sehnsucht nach Rausch. Eine Geschichte über Unzucht, Verführung, ungewollte Schwangerschaft. Also über all das, was passieren kann, wenn zwei unverheiratete Menschen unterschiedlichen Geschlechts allein und unbeobachtet in einem Zimmer oder einer Wohnung weilen. Aber hier und jetzt stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit. Den Kuppler macht der Teufel selbst. Den Verführer hat er bald fest in seiner Hand. Ein europäischer Intellektueller. Vom Glauben abgefallen, verstrickt er sich immer tiefer in den gefährlichen Pack, den er geschlossen hat. Widmen werde ich mich taumeln dem schmerzlichsten Genuss, verliebtem Hass, erquickendem Verdruss. Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist, soll keinen Schmerzen künftig sich verschließen. Das, was der gesamten Menschheit zugeteilt ist, will ich in meinem Innern selbst genießen. Und spätestens bei den Worten, mit denen der Teufel sich vorstellt, ist klar, was hier gespielt wird. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Nun fragt ihr euch, was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Der Schauspieler Haydar Zorlu spielt Goethes Faust. In Istanbul. Bearbeitet als Solostück. Hätte ich nur 7 Stunden Ruhe, bräuchte ich den Teufel nicht dazu, um seinen Falter zu verführen. Auf Deutsch und auf Türkisch. Ich führe den Charakter Heinrich Faust so ein, als wäre er in Anatolien geboren und zu dem geworden, was er ist. Und es funktioniert. Mit allem, was da passiert. Mit Gott, mit Teufel, mit der Liebesgeschichte, alles. Ich musste das nur so übersetzen und so formen, dass es für das Publikum hier auf Türkisch zugänglich ist. Und das kommt an. Sie steigen mit in diese faustische Welt und gehen diese Reise auch mit. Ich könnte hier in Anatolien in jedem Dorf spielen, die würden alles verstehen und nachvollziehen. Geboren wurde Haydar Zorlu in einem winzigen Dorf weit im Osten Anatoliens. Mit 8 Jahren haben seine Eltern ihn mitgenommen nach Deutschland. Studium in Köln, Beginn der Schauspielkarriere, Rollen in etlichen Produktionen im deutschen Fernsehen. Er war Bösewicht in einem Münchner Tatort oder der Türke in der WDR-Serie Die Anrainer. Sein Bruder betreibt einen Feinkostladen in Aitov im Rhein-Sieg-Kreis. Seit einigen Jahren lebt Haydar Zorlu in Istanbul. Also wenn ich Faust auf Türkisch spiele, dann ist das in der Türkei. Man weiß, dass Goethe das Werk geschrieben hat. Und nach dem Pakt sage ich auch, wohin geht die Reise? Nach Deutschland, in eine Stadt namens Leipzig. Das heißt, das Publikum kriegt das Gefühl, als würde Faust, genauso wie jeder Türke, irgendwann dann doch in Deutschland landen. Naja, dann sind sie halt in dieser Kneipe und da ist nicht viel, also gehen sie wieder woanders hin und treffen dann in einem Dorf, was in der türkischen Version wieder in Anatolien ist, begegnen sie Gretchen. Und haargenau dieselben Probleme würden auch hier stattfinden.
junges Mädchen. Die Mutter erlaubt es nicht, dass sie sich mit ihrem Liebhaber trifft. Und diese Szene, als der Teufel dann im Garten Faust mitnimmt und diesen schönen Kuss unterbricht, das kennen die Mädchen ja auch, das ist meist der Bruder oder jemand aus der Familie, der dann kommt und sagt, Schwester, Mama ruft, Essen ist fertig, jetzt müssen wir nach Hause. Bester Mann, von Herzen liebe ich dich. Wer da? Gut, Freund. Ein Tier. Es ist wohl Zeit zu scheiden. Ja, es ist spät, mein Herr. Darf ich euch nicht geleiten? Die Mutter würde mich. Lebt wohl. Muss ich dann gehen? Lebt wohl. Ade! Auf bald dich wiedersehen. Du lieber Gott, was so ein Mann nicht alles denken kann. Beschämt nur stehe ich vor ihm da und sag zu allen Sachen ja. Der Publikumskreis beim Faust wächst. Also das hat was mit der Tatsache zu tun, dass wir hier in einer Stadt sind, die 2000 Jahre Weltmetropole ist. Seit 2000 Jahren eine Weltstadt. Haydar Zorlu ist Rheinländer. Es kommen noch Zuschauer, die Bärte tragen oder Frauen, die Kopftücher tragen und schauen sich Faust an. Und er ist Istanbuler, Deutscher und Türke. Oder umgekehrt. Ich hatte als Student große Probleme, mit dem Werk umzugehen. Also schon beim Lesen. Ich bin anfänglich nach 10 Minuten schon eingeschlafen. Und es war ein schwerer Stoff. Ich habe das während der Abiturzeit nicht gehabt und auch nicht gekannt. Und erst als Student habe ich davon was gehört und angefangen zu lesen. Das fiel mir schwer. Und dann habe ich mir bei einer Gelegenheit an der Universität den Film mit Gründgens angeschaut. Das hat mir dann weitergeholfen. Besonders lernt die Weiber führen. Ist der ewig wie und ach, so tausendfach aus einem Punkte zu kurieren. Und wenn ihr halbwegs ehrbar tut, dann habt ihr sie all unterm Hut. Ein Titel muss ihr erst vertraulich machen, dass eure Kunst viel Künste übersteigt. Zum Willkommen tappt ihr dann nach allen 7 Sachen. Um die andere viele Jahre schleicht, versteht das Pülslein wohl zu drücken und fasst sie damit feurig schlauen Blicken, wohl um die schlanke Hüfte frei, zu sehen, wie fest geschnürt sie sei. Das sieht schon besser aus. Man sieht doch wo und wie. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Und grün des Lebens goldener Baum. Bis ich das zu Ende gelesen habe, das Werk, hat es 5 Jahre gedauert. Aber ab 91 habe ich dann ernsthaft das Ziel gehabt, das zu spielen. Es hat dann 17 Jahre gedauert, bis ich das spielen konnte. Das ist auch normal. Also ich musste als Mensch auch reifen, um diese Worte glaubhaft und authentisch wiedergeben zu können. Mit Anfang 20 den Faustmonolog präzise sprachlich gesehen vorzutragen, reicht nicht aus. Man muss auch Gedanken haben und Ideen haben, was dahinter steckt. Und da beginnt dann etwas, was ich nicht begreife. Also ich erlebe auch jedes Mal was anderes mit diesen Versen und kann sie letztendlich doch nicht erschließen. Drum habe ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau, alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten Kram.